Herzlich willkommen zu unserem 11. Webinar Blickpunkt Geothermie mit Energie ins Wochenende. Wir begrüßen heute Herrn Benjamin Richter von Rödl und Partner als Referenten. Kurz zum Ablauf des Webinars. Es wird aufgezeichnet und nächste Woche in unserem YouTube-Kanal veröffentlicht. Bitte beteiligen Sie sich während oder nach dem Vortrag an der Diskussion über den Chat. Bevor wir jetzt starten, möchte ich Benjamin Richter kurz vorstellen. Er hat in Frankfurt und Erfurt BWL studiert und ist seit 2002 bei Rödl und Partner. Er ist verantwortlicher Partner für wirtschaftliche und rechtliche Begleitung der Wärmewende. Benjamin, wir freuen uns auf deinen Vortrag mit Blick in die Zukunft der Fernwärme, CO2-Bepreisung und deren Auswirkungen auf tiefengeothermische Fernwärmenetze. The floor is yours. Ja, vielen Dank, Jochen. Das ist sehr freundlich für die Möglichkeit, hier dieses Thema vorzustellen. Tatsächlich hat sich die Politik jetzt mal positiv für die CO2-freie Wärmezukunft positioniert mit der Einführung von der zusätzlichen Abgabe auf fossile Energieträger. Dazu will ich kurz etwas einführen und würde dann auch gleich entsprechend loslegen. Ich würde kurz einsteigen mit einer Begrüßung und Vorstellung von Rödl und Partner, dann in das Thema BIHG-Kosten starten und natürlich die Chancen für die Fernwärme aus Geothermie hier darstellen. Kurz zu Rödl und Partner. Wir sind eine interdisziplinäre Kanzlei, Wirtschaftsprüfungskanzlei mit Rechtsanwälten, Steuerberatern, Unternehmensberatern und IT-Beratern an 109 eigenen Standorten, 49 Ländern. Wir sind seit 2002 in dem Thema Tiefengeothermie sehr aktiv, mit der Praxiserfahrung aus dem ersten Projekt hier in Deutschland, heute international mit unseren Kolleginnen und Kollegen aktiv von Asien über Südamerika bis nach Afrika, wo wir heute auch im Thema Risikomitigation einen entsprechenden Fonds steuern. Und ja, können da eigentlich immer auf diese rechtlich-wirtschaftlichen Referenzen auch verweisen und schauen, dass wir da eben hier mit der Erfahrung, die wir hier in Deutschland gesammelt haben, auch international helfen, diesen Energieträger zum Durchbruch zu verhelfen. Zum Thema BIHG-Kosten ist es so, dass wir grundsätzlich im Wärmemarkt eigentlich die größten Emittenten sehen von CO2, sich allerdings die politische Klasse und auch die Gesellschaft sich sehr auf den Elektromarkt eigentlich fokussiert, der aber von der CO2-Bedeutung her eigentlich nachgeordnet ist. Wenn man jetzt eine Priorisierung empfehlen würde, dann würde man eigentlich anfangen, den Wärmemarkt zu CO2-freier zu gestalten, dann die Mobilität und den Stromsektor. Im Augenblick läuft es andersrum. Wir fokussieren uns sehr auf den Strom und lassen die Wärme so ein bisschen außen vor. Das muss sich jetzt dringend ändern. Denn Sie sehen es hier auf der Folie, 51% der Emissionen werden im Wärmemarkt generiert. Das ist auch ganz schön in unserer Veröffentlichung Wärmezielscheibe unter www.wärmezielscheibe.de aufbereitet. Wer es noch nicht gelesen hat, ist immer gerne willkommen, sich das Dokument mal runterzuladen. Da wird auch quasi von der Nutzungsmöglichkeit bis zur Bereitstellung der entsprechenden Energieträger alles dargestellt. Was für Energieträger haben wir in welchen Bereichen, die eben CO2-frei sind und auch den Vorteil der Energiewende auch für die Bevölkerung, auch für die Stadtwerke entsprechend rausarbeitet. Die politischen Ziele sind hehr und das heißt, die Treibhausemissionen gegenüber 1990 um bis 2050 um 80% zu reduzieren. Das bedeutet, wie gesagt, im Strombereich sind wir schon bei 30, 35, teilweise sogar 40%, je nachdem, wie auch die Jahre verlaufen. Da wird eben sehr getrieben von Photovoltaik und Wind. Aber auch da ist es eine Herausforderung, auf 80% zu kommen. Aber im Wärmebereich passiert eigentlich wenig. Sie sehen von 13 auf 14%, also dem größten Emittenten. Und das ist natürlich, wenn man jetzt den Energiebereich, also den Wärmebereich dekarbonisieren wollen, müsste eigentlich der Anteil EE mindestens bei 90% liegen. Und da ist also noch ein ganzer großer Weg, liegt da vor der Wärmewirtschaft, das eben auszubauen. Und
Ja, also Primärenergieverbrauch, das heißt, die Effizienzsteigerung ist hier auch geplant auf 50%. Das ist auch in verschiedenen Bereichen auch so leicht nicht umsetzbar. Für die, sozusagen, das wurde das Ganze ja auch EU-weit entsprechend angekündigt, das zu sanktionieren, wenn dieser Pfad nicht eingehalten wird. Da ist hier mit diesen entsprechenden EU Effort Sharing Regulation klargestellt worden, dass wir bis 2020 um 14% die CO2-Emissionen reduzieren müssen, gegenüber dem Jahr 2005 allerdings. Also die vorherige Folie war 1990, hier 2005. Und dann eben bis 30, um 38%. Das sind richtige Strafzahlungen auch mit verbunden. Ungefähr fürs letzte Jahr so 300 Millionen Euro 2020, wie auch immer man es interpretieren möchte, aber ist wahrscheinlich keine Strafzahlung fällig, weil wir durch Corona eben eine massive Einschränkung der Industrieproduktion haben und der CO2-Ausstoße. Deswegen geht es da nochmal dieser Scheffel an der Regierung vorbei. Dennoch wird es 21 nach einer Erholung entsprechend wahrscheinlich doch wieder dazu führen. Und auch da ist natürlich die Motivation doch höher, hier entsprechend auch gegenzusteuern und Investitionen in diese Bereiche auch umzulenken, um höhere Strafzahlungen auch zukünftig zu verhindern. Das Ganze hat die EU für größere Anlagen schon angefangen. Das ist die sogenannte EU-ETS. Das ist die Bepreisung der Emissionen für alle Großanlagen, die also über 20 MW Feuerungsleistung haben. Die sind also heute schon entsprechend betroffen von CO2-Kosten. Das wird immer mehr werden die sogenannten kostenlosen Zuteilungen abgeschmolzen. Und spätestens dann ab dem Jahr 2021 in der sogenannten vierten Handelsperiode sind alle verpflichtet, sich entsprechend auch am Markt mit Emissionsrechten einzudecken von den Großanlagen. Das führt auch zu einer Steigerung der Preise für diese entsprechenden Zertifikate, ist aber wie gesagt ein funktionierendes und schon bereits ja, in der Umsetzung befindliches Projekt mit Höhen und Tiefen. Also der geplante Preis von über 40 Euro pro Megawatt pro Tonne CO2 wurde also in den letzten Jahrzehnten nicht erreicht. Wir waren hier 2017 so in einem Bereich von 5 bis 7 Euro, womit eigentlich kein großer Steuerungsleistung oder Steuerung der Energie, der Umbau des Energiesystems ausgelöst wurde, ist dann eben 18, 19 durch entsprechende Eingriffe auch der EU gestiegen und hat jetzt zwar in den letzten Monaten durch die Corona-Situation nachgelassen, aber tendenziell wird er sich auch hier so im Bereich von 25 Euro einpendeln. Wie gesagt, zusätzlich zu diesem Bereich wurde jetzt das Bundesemissionshandelsgesetz eingeführt. Das wurde schon 2019 beschlossen, aber jetzt auch vor ungefähr 4 Wochen nochmal preislich nachgebessert. Das Ganze läuft eben von 21 bis 26 und betrifft alles, was an fossilen Energieträgern am Markt verwendet wird. Das ist, wie gesagt, vor 2, 3 Wochen beschlossen worden, aber muss noch unterschrieben werden. Aber wir gehen davon aus, dass da ab 21 25 Euro pro Tonne Emissionsrechte erworben werden müssen, wenn man die entsprechenden Energieträger in Verkehr bringt. Und ab 26 dann soll es einen freien Handel geben, aber wie gesagt, einen nationalen Handel, also nicht das Gleiche, was wir quasi auf der vorherigen Folie gesehen haben, auf EU-Ebene, sondern es ist ein reines nationales Emissionshandelssystem. Dann für die Jahre wird dann geprüft, ob es also es gibt einen Korridor, der hier auch beschrieben ist, von 55 bis 60 Euro. Und dann wird dann auch entsprechend geprüft, ob der Korridor angepasst werden muss. Und ja, das ist eigentlich sozusagen der Kern dieses ganzen Vortrages. Wir müssen eigentlich dazu sagen, es ist zwar beschlossen und es kommt ab 1.1.21, aber es steht auch drin, dass verschiedene Rechtsverordnungen erlassen werden müssen, zum Beispiel die Emissionsfaktoren, also die Umrechnung der Tonnen in tatsächliche Eurobeträge pro Megawattstunde steht noch aus. Da wird also jetzt im zweiten Halbjahr relativ viel zu umzusetzen sein. Letztlich wird das Ganze aber erst 22 sozusagen wirklich scharf geschaltet, wo dann auch spätestens bis Februar 22 die Rechte entsprechend erworben werden müssen. Und auch über das Jahr 21 schon mal, wenn das Handelssystem entsprechend auch installiert ist, angeschafft werden müssen. Die Zielgruppe, ich hatte es ja schon gesagt, bei dem
bei dem TEHG, also bei dem EU-weiten Verfahren, waren die Betreiber von Feuerungsanlagen über 20 Megawatt Leistung. Die waren begrenzte Anzahl der Zertifikate und Ausnahmen waren für Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Und es gab eine entsprechende kostenlose Einführungsphase, wo kostenlos zugeteilt worden ist und verpflichtend wurde dort der Anlagenbetreiber. Bei dem nationalen Emissionshandelssystem, beim BEHG, ist es so, dass alle Brennstofflieferanten, die fossile Energien liefern, also auch im Bereich KWK-Strom, also Kraft-Wärme-Kopplungsstrom, Wärme und Verkehr, hier betroffen sind und die eigentliche Menge aber noch gar nicht bekannt ist. Es gibt bereits jetzt entsprechende Ausnahmen, das heißt, die Anlagen, die jetzt schon Zertifikathandel teilnehmen, sind von diesem zusätzlichen System nicht betroffen. Und auch hier sind international oder Unternehmen im internationalen Wettbewerb entsprechend ausgenommen und energieintensive Unternehmen. Verpflichteter ist hier der Verantwortliche für das Inverkehrbringen der Brennstoffe. Kann man sich ja eigentlich leicht merken, die Leute, die eben die entsprechenden Energiesteuern heute abführen, sind auch entsprechend von diesen Zahlungen oder von der Verpflichtung, hier entsprechende Emissionsrechte zu erwerben, entsprechend betroffen. Jetzt kann man sich natürlich langsam ranarbeiten, was bedeutet das für die Mitbewerber der tiefen geothermischen Fernwärme an Eurobeträgen? Leider muss ich sagen, gibt es da jetzt zurzeit noch keine konkrete Zahl. Es gibt allerdings verschiedene andere, sag ich mal, Regierungsentscheidungen, wie solche Emissionswerte festgezurrt worden, zum Beispiel bei der BAFA, Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, die eben Erdgas mit 0,202 Tonnen pro Megawattstunde deklarieren. Falls das in das BEHG auch entsprechend eintrifft, sind wir so ungefähr bei 5 Euro pro Megawattstunde, die Gas jetzt zum Beispiel hier mehr bezahlen müsste oder mehr kostet, wenn man es ins Verkehr bringt. Und hier sehen Sie auch die verschiedenen anderen Energieträger, die gängigen, wie die entsprechend dann über die Jahre bis 2025 betroffen sind, also für Erdgas befeuerte Anlagen sind wir da doch über 10 Euro. Aber auch da ist, wie gesagt, noch nicht final beschlossen, wie das tatsächlich dann sein wird. Also es darf da noch weiterhin gespannt sein. Wir gehen jetzt einfach mal für die Folien davon aus, dass es in diesen Emissionsrechten oder mit diesen Emissionsmengen bleibt. Da sieht das hier so aus, dass für so eine BHKW mit zum Beispiel 4,8 MW Leistung elektrisch bei diesen hier dargestellten Volllaststunden dazu führt, dass quasi gegenüber dem Base Case, also gegenüber 2020, hier doch spürbare Mehrkosten entsprechend entstehen, die sich dann bis auf über 30% aufaddieren im Jahr 2025, also quasi mehr Kosten, die einem Betreiber eines BHKWs hier dann zuteil werden oder geschultert werden müssen. Da sind wir auch, weil wir auch natürlich da effiziente Wärmeversorger beraten, auch entsprechend gerade dran, da die Preise für die Fernwärme auch neu zu kalkulieren, weil natürlich, wenn die Kosten steigen und die Unternehmen weiterhin überleben wollen, das sich natürlich auch auf Fernwärmepreise entsprechend auswirkt. Und das ist also ein Thema, was die, sag ich mal, normale Wärmewirtschaft sehr intensiv gerade betrifft, wo wir also auch intensiv am Kalkulieren sind. Aber da ist ja erfreulicherweise die tiefen geothermische Fernwärme nicht betroffen. Was allerdings sein kann, auch bei der tiefen Geothermie, ist das Thema Preisgleitklausel. Da möchte ich vor allen Dingen, weil ich das eben kenne aus der Beratungspraxis, an die Anwender von Preisgleitformeln nochmal erinnern. Diese zusätzlichen CO2-Kosten werden sich auf den gesamten Wärmemarkt auswirken. Und Sie sehen hier auf der linken Seite des Bildschirms die verschiedenen Voraussetzungen für Preisgleitformel. Und da ist oben rechts zu sehen Abbildung Verhältnisse auf dem Wärmemarkt. Das bedeutet, in den Preisgleitklauseln werden neben der Kostenentwicklungsweitergabe auch die Marktentwicklung weitergegeben. Und das bedeutet, wenn man so eine entsprechende Klausel hat, dass man auch da die Kosten steigen werden für den Wärmekunden, weil man eben über dieses Marktelement an diesen zusätzlichen Kosten partizipiert. Das bedeutet im Grunde genommen einmal eine verzögerte Sache, weil diese Indizes immer relativ spät dann auch tatsächlich veröffentlicht werden, also ein, zwei Jahre später. Aber das kann auch die Fernwärme betreffen. Da jetzt hier kurzer Überblick, welche Indizes da betroffen sind, inwieweit dann eben zum Beispiel dieser Fernwärmepreisindex
der Fernwärme einschließlich Umlagen betrifft, der ist auf jeden Fall betroffen. Das heißt, wenn Sie sowas in Ihrer Preisgleitformel haben, werden Ihre Wärmepreise auch hochgehen, obwohl Sie eigentlich gar keine entsprechenden Kosten haben. Ich werde jetzt nicht die ganzen Indizes vorlegen. Vielleicht, wenn Sie sich da nochmal angucken, können Sie gerne abgleichen, ob Sie hier entsprechend betroffen sind. Vom Gaspreis her, es hat bestimmt der eine oder andere mitbekommen, sind die Gaspreise derzeit auf einem historischen Tief. Sie sehen also die Preise, die wir hier im langfristigen oder mit diesem Strich angedeutet haben, mit den 20 Euro pro Megawattstunde, befinden sich im Augenblick bei 5 Euro. Das heißt, wir haben hier ein Preisniveau, was jetzt also diese zusätzlichen 5 Euro quasi wettmacht. Das muss man natürlich dann sich genau anschauen, wie sich das bis 2021 auswirkt. Wenn man jetzt wissen will, ob man jetzt wettbewerbsfähiger ist oder nicht, sieht das natürlich jetzt gegenüber einem reinen Gaseinkäufer nicht ganz so beruhigend aus, weil die natürlich preislich hier einen gewissen Spielraum nach unten eben haben. Aber wenn man jetzt mal die verschiedenen Vollkostenrechnungen nebeneinander hält und den Mittelwert von 2018 bis 20 nimmt, also mal diese Corona-bedingten Sondereffekte ausklammert, was wir auch nicht wissen, die Zukunft ist da entsprechend auch für uns leider verschlossen, dann würde es dazu führen, dass eben diese fossilen Energieträger hier der Gaskessel und der Heizölfeuerer entsprechend stark im Durchschnittspreis steigt. Und selbst wenn jetzt in Einzelsituationen das Preisniveau zum Beispiel nur bei 90 Euro ist beim Gaskessel, wird er dann spätestens 2025 die geothermische Fernwärme überholen, die ja entsprechend dadurch, dass sie nicht in der Ursache nicht betroffen ist, hier in der Attraktivität steigt. Und das sieht man dann halt auch, wenn man natürlich Fernwärme jetzt als Konkurrenz hat, als tiefen geothermischer Anbieter, die zu Teilen nur eben gasbefeuert sind, dann würde man da auch entsprechend eine etwas flachere Kurve sehen. Bei rein gasbefeuerten Fernwärmenetzen wird sogar überkompensiert. Da werden die BEAG-Kosten ja noch mit entsprechenden Aufschlägen versehen. Und da steigt dann die Attraktivität der tiefen geothermischen Fernwärme sogar noch stärker. Insofern komme ich auch schon zum Fazit. Das nationale Emissionshandelssystem verteuert für die Anlagen unter 20 MWh ab nächstem Jahr die Energieträger. Damit sind die fossil befeuerten Anlagen mit höheren Kosten, haben wir höhere Kosten zu verzeichnen. Der Strompreis für die Tiefengeothermie war ja nochmal eine Frage, die ich auch schon mich schon erreicht hatte, ist nur am Rande betroffen, denn der Strom in Deutschland wird hauptsächlich in den größeren Anlagen produziert, die schon jetzt am europäischen Emissionshandelssystem teilnehmen. Das heißt, hier sehen wir die Auswirkungen auf die Fernwärme für die Tiefengeothermie gering. Hinweis nochmal auf die Preisgleitformeln, die entsprechend die Kosten des BEHG auch dann spätestens in 2 Jahren auch für diese Fernwärmeanbieter dann betreffen können. Was allerdings auch rechtlich so gewollt ist, das ist ja in der AVB Fernwärme-V so vorgegeben. Aber letztlich ist mein Fazit oder unser Fazit: durch die BEHG-Abgabe steigt die wirtschaftliche Attraktivität der tiefen Geothermie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich glaube, Jochen, du hast jetzt noch vielleicht ein paar Fragen aus dem Chat. Danke, Benjamin, für den interessanten Vortrag und den schnellen Ritt dadurch die CO2-Bepreisung. Ich möchte den Vortrag für Fragen freigeben. Und die erste Frage ist eigentlich, wie die einzelnen Energieträger bepreist werden. Was ist da für die Geothermie in der Diskussion? Also sowohl Geothermie als auch Biogas und Biomasse sind mit einem Emissionsfaktor von 0 gerade im Gespräch. Und damit werden keine zusätzlichen Zertifikate zu erwerben für diesen Einsatz von Energieträgern. Aber wie gesagt, auch da die Einschränkung immer. Sind ja doch immer auch rechtlich begleitet. Letztlich liegt es natürlich am Gesetzgeber, ob er bei dem Null bleibt. Also es gibt auch Diskussionsbeiträge, die sagen, zum Beispiel bei Biomethan müsse man einen zumindest kleinen Primärenergiefaktor einsetzen. Das gleiche wird bei jedem Energieträger sein, aber nach aktuellem Diskussionsstand sind da keine Emissionsrechte zu erwerben. Es gibt also keine Verrechnung oder auch Bezuschussung letztendlich von zum Beispiel der Geothermie.
Nein, das System läuft eigentlich so, dass die Einnahmen aus diesem Emissionsrechteverkauf quasi vom Staat dann umfinanziert werden. Es soll Investitionsunterstützung geben, entsprechende Fördermittel, die quasi aus diesen Mitteln wiederum dann finanziert werden. Aber es gibt keine Zuschüsse sozusagen, sondern es ist nur eine reine Marktwirkung, dass die eigenen Produkte, die eben CO2-arm oder frei produziert werden, preislich attraktiver sind. Wie ist es jetzt, wenn ein Geothermiebetreiber ein BHKW hat? Kann er das irgendwie gegeneinander verrechnen oder muss er für das BHKW letztendlich Genau, also ja. Emissionszertifikate kaufen? Genau, also der ist natürlich dann betroffen also er kauft ja Gas ein fürs BRKW, das ist natürlich fossil und wird entsprechend derjenige, der ihm das verkauft, wird gleichzeitig diese Rechte erwerben müssen. Das heißt, er kann sie ihm eben nicht mehr zum Börsenpreis verkaufen, sondern muss einen entsprechenden Aufschlag kassieren und das Gas wird für ihn dann entsprechend teurer beim Bezug. Okay, dieses Gesetz, was du jetzt gerade vorgestellt hast, das betrifft ja vorwiegend die kleineren Anlagen. Die großen sind da ja außen vor, also sind es eher kleinere BHKWs, die davon betroffen sind. Genau, also 20 MW ist schon, also habe ich jetzt in der Geothermie noch nicht gehabt, dass jemand dann so eine Anlage hat. Also eigentlich sind alle BHKWs, die wir so im üblichen Bereich haben, betroffen. Also es gibt ganz selten heute schon Anlagen, die in diesem EU-Emissionshandel unterstehen. Das sind eher so die richtigen Kraftwerksstandorte, die da heute schon betroffen sind. Okay, sehe so keine weiteren Fragen mehr. Dann möchte ich mich hier an dieser Stelle bei dir bedanken für den interessanten Vortrag und möchte jetzt auf den Vortrag in der nächsten Woche verweisen. Wir haben wieder einen englischen Vortrag. Wir bleiben letztendlich etwas in der Politik. Wir freuen uns, dass Philippe Dumas von der EJEC einen Vortrag hält über The EU Green Deal, a new energy and climate policy framework for a geothermal decade. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes und erholsames Wochenende und ich würde mich freuen, Sie ja entweder in der nächsten Woche zum Fokus on Geothermal oder in der übernächsten Woche zum Blickpunkt Geothermie wieder begrüßen zu dürfen. Danke Ihnen. Bis bald. Auch dir vielen Dank. Tschüss.